Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch ein ausführliches Tutorial für das Easter Egg auf der neuen Karte Verlassener. Ich werde auch Zeitstempel in die Videobeschreibung packen, also könnt ihr bis zu dem Schritt springen, wo ihr Probleme habt. Als allererstes aktiviert ihr Pekka Punch und zwar geht ihr dann in Runde 1 direkt zum Teleporter, Leute, weil je länger ihr hier am Spawn bleibt, umso schneller vergehen die Runden. Also geht direkt zum Teleporter, aktiviert den und danach, wenn ihr drüben seid auf der anderen Seite, kriegt ihr schon wieder so ein Ausrufezeichen, Leute. Geht und kauft diese Tür auf. Wenn ihr dann dadurch seid, seht ihr vor euch wieder einen Teleporter und dann müsst ihr einfach hier links in dieses Gebäude rein, kauft die Tür auf und rechts nach oben die Treppen hoch. Und wenn ihr dann um die Ecke seid, müsst ihr hier diese Tür nochmal aufkaufen und ihr könnt den Teleporter benutzen. Wenn ihr dann auf der anderen Seite seid, müsst ihr nun 4 Teile finden, um den Teleporter zu reparieren. Ich zeige euch jetzt, wo alle 4 Teile sind und die verschiedenen Locations in den jeweiligen Bereichen. Teil Nummer 1 befindet sich hier im Burger King, kauft die Tür auf und es kann einmal hier an der Theke sein und zwar kann es hier einmal sein und es ist dann einmal hier auf diesem kleinen Schrank. Teil Nummer 2 befindet sich im TV-Shop, kauft die Tür auf, einmal ist es hier, dann kann es hier im Regal sein und es kann noch einmal hinter euch sein, Leute, und zwar hier neben der Blume. Das dritte Teil befindet sich hier hinter der Videothek, kauft die Videothek auf, geht rechts um die Ecke, dann kann es hier sein, hier im Regal und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, hier oben. Das vierte und letzte Teil befindet sich im Kino, entweder hier bei den Puppen, hinter der Theke oder hier auf den Stühlen. Wenn ihr dann alle 4 Teile habt, müsst ihr zum Teleporter in der Nähe von der Videothek und hier einmal gedrückt halten und den Teleporter reparieren. Nachdem ihr ihn repariert habt, könnt ihr ihn benutzen. Und wenn ihr dann auf der anderen Seite seid, dann müsst ihr wieder dem Ausrufezeichen folgen. Folgt ihm so lange, bis ihr beim nächsten Teleporter seid. Und wenn ihr in die Nähe von dem Teleporter geht, dann spawnt die Abscheulichkeit. Das ist der neue Boss-Zombie dieser Karte. Und der hat eine Schwachstelle. Wie ihr seht, leuchtet immer ein Kopf von den 3, wartet immer bis ein Kopf leuchtet und dann schießt auf diesen Kopf drauf, dann kriegt ihr ihn ganz schnell down. Wenn ihr die Abscheulichkeit dann getötet habt, könnt ihr den Teleporter jetzt benutzen und drüben ist jetzt ein Knopf, den ihr drücken müsst und gegenüber von euch aktiviert sich Pekka Punch. Kommen wir nun zum nächsten Schritt. Und zwar müsst ihr jetzt einen roten Knopf drücken, der befindet sich direkt gegenüber vom Teleporter, wenn ihr hier reinkommt, an dieser Wand. Und wenn ihr den betätigt, dann kommt eine kleine Cutscene. Diese könnt ihr entweder euch anschauen oder auch überspringen, falls ihr keinen Bock habt oder das Easter Egg zum zweiten oder dritten Mal macht. Der nächste Schritt ist, ihr müsst dorthin, wo ihr den Teleporter repariert habt und alle Mann gleichzeitig an so eine Säule gehen und gleichzeitig aktivieren. Nachdem ihr es dann gemacht habt, dann seht ihr, dass diese Säulen so eine rote Flüssigkeit drin haben und ihr müsst jetzt so lange Zombies töten, bis diese Säulen komplett aufgeladen sind. Und wenn die dann alle voll sind, dann fällt schon das erste Teil für den Neutralisierer vom Himmel und den könnt ihr direkt mal aufheben. Kommen wir nun zum zweiten Teil und zwar braucht ihr hierfür tote Leitung auf eurer Waffe und ihr müsst vor diesem Automaten, wo ich stehe, einen Zombie mit tote Leitung anschießen, sodass der Stromschlag hier auf diesen Automaten überschlägt. Denn dieser aktiviert sich nun nämlich und wenn ihr für 2000 Punkte den benutzt, dann könnt ihr mit einer Fernlenkladung hier rumfahren. Ansonsten hält ein Kollege einen Zombie, weil wenn zu viele Zombies kommen, dann geht die Fernlenkladung kaputt. Fahrt dann dorthin, wo ich hinfahre, in diesen TV-Shop. Geht hier hinter die Theke und wenn ihr dann hier an diesem Ventil seid, an diesem Schacht seid, dann geht der kaputt. Hier müsst ihr jetzt durchfahren und dann rechts an die Ecke und da wo ich bin, wo auch die Schränke sind, eure Fernlenklandung in die Luft jagen. Und wenn ihr jetzt in diesen TV-Store da, Fernsehladen reingeht, dann seht ihr rechts an der Wand, habt ihr einen Monitor und den hebt ihr erstmal auf. Kommen wir nun zum dritten Teil und zwar habt ihr in der Vorstandsetage oben dieses Teil. Und hierfür muss eine Abscheulichkeit jetzt gegen die Wand rennen und das Teil fällt von oben runter. Und jetzt braucht ihr nur noch ein Teil, um es zusammenbauen zu können. Und zwar, wenn ihr den roten Knopf gedrückt habt, dann spawnen an 3 Orten solche Kristalle. Und ihr seht, an den Kristallen sind so Kugeln, die müsst ihr erstmal abschießen. Wenn ihr alle 3 abgeschossen habt, dann macht das auch bei den anderen 2 Kristallen. Ich zeige euch jetzt, wo die Locations sind. Die erste Location ist hier am Lagerbereich auf dem Dach. Die zweite Location ist am Spawn, hier könnt ihr wieder alle Kugeln abschießen. Und der dritte Kristall befindet sich hier beim Verstärker, da wenn ihr zum Pekka Punch wollt. Und zwar braucht ihr jetzt die Wunderwaffe, um hier weitermachen zu können. Entweder kriegt ihr die Wunderwaffe bei den Herausforderungen oder ihr bekommt sie beim Gratis Easter Egg, den ich euch
jetzt oben rechts im Video verlinke. Falls ihr nicht wisst wie, könnt ihr einfach oben rechts draufklicken und euch die Wunderwaffe bauen. Wenn ihr die Wunderwaffe dann habt, dann schlagt gegen diesen Kristall mit der Wunderwaffe, hebt den kleinen Kristall drinnen auf und dann spawnt schon eine Abscheulichkeit. Ihr müsst die Abscheulichkeit jetzt mit diesem Kristall abwerfen, dieser wird den nun essen und dann könnt ihr den töten. Wenn ihr das dann macht, dann droppt er euch ein Kristall und das gleiche macht ihr jetzt auch mit den anderen zwei Kristallen. Also mit der Wunderwaffe kaputt hauen, den Kristall da drinnen aufheben, auf die Abscheulichkeit werfen, dieser wird den nun wieder fressen und den könnt ihr jetzt töten. Dann habt ihr auch schon Kristall Nummer 2 und ihr braucht noch den letzten Kristall. Ich habe den am Spawn zum Schluss übergelassen, also haut mit der Wunderwaffe dagegen, hebt diesen kleinen Kristall auf, füttert die Abscheulichkeit damit und danach tötet sie und holt euch den dritten und letzten Kristall. Wenn ihr das dann gemacht habt, habt ihr nun alle Teile, um den Neutralisierer zu bauen. Diesen baut ihr auf der Hauptstraße an dieser Werkbank, wo auch rechts Grabsteinperk ist. Baut den einfach und dann steht da Warming Up, also das hat so einen kleinen Cooldown. Ihr müsst, glaube ich, die Runde zu Ende spielen, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber nach einer kurzen Zeit könnt ihr den dann betätigen. Aber passt auf, Leute, wenn ihr den dann benutzt, dann könnt ihr keine Waffen mehr kaufen, nicht mehr an die Kiste gehen. Ihr könnt zwar am Ende noch eure Waffen punchen und am Arsenal gehen, aber ihr könnt nicht mehr an die Kiste oder Herausforderung machen, falls ihr zum Beispiel noch die Wunderwaffe haben wollt. Also solltet ihr an dieser Stelle schon Bossfight ready sein. Wenn dann alle Spieler hier sind und ihr ready seid, dann interagiert mit dem Neutralisierer und diesen müsst ihr jetzt eskortieren. Hierfür muss wirklich jeder Spieler da sein, sonst geht es nicht. So, ihr seht, hier ist jetzt eine blaue Kugel. Wenn ihr aus dieser Kugel geht, kriegt ihr Damage, jedoch müsst ihr hier zwischendurch mal raus, weil dieser Neutralisierer, der ist nur begrenzt betankt und ihr müsst den immer wieder mit Kristallen aufladen. Diese Kristalle bekommt ihr außerhalb, da seht ihr mal so rote, große Kristalle auf dem Boden, die müsst ihr kaputt schießen und daraus kommen dann so kleine Kristalle und damit könnt ihr halt den Neutralisierer auffüllen. Das macht ihr jetzt so lange, bis ihr am Ende seid und wenn ihr dann am Ende seid, dann spawnt ihr im Packer Punch, Arsenal und hier dieser Perk-Automat, wo ihr euch nochmal richtig equippen könnt, denn ihr seid jetzt vor dem Bossfight. Um nun den Bossfight zu machen, müsst ihr einfach hier an diesen Garagentor gehen und damit interagieren, dann öffnet sich das Tor und ihr habt hier schon den Boss. Wie ihr oben in der Lebensanzeige seht, hat der Boss blaues Leben und zwar ist das hier an den Schultern links und rechts und am Bauch die Ätherkristalle. Also ihr müsst zuerst auf die Ätherkristalle schießen, hier auf den Schultern und am Bauch und wenn der sein Schild dann verloren hat, dann müsst ihr mit der Kanone drauf schießen. So Leute, die Kanone lädt ihr auf, indem ihr hier zu diesem markierten Zombie geht, drumherum ist ein roter Kreis, hier drinnen müsst ihr jetzt Zombies töten und ihn da oben aufladen und dieser wird euch dann die Kanonen links und rechts hier beim Boss aktivieren. Dann geht zur Kanone und jetzt müsst ihr dorthin schießen, wo zuvor die Ätherkristalle waren an die Schwachpunkten und zwar ist es beim ersten Mal die beiden Schultern und am Bauch. Ein kleiner Tipp von mir, während einer den Schild kaputt macht oder zwei Stück den Schild kaputt machen vom Boss, kann schon der andere die Kanone aufladen. Ihr könnt den auch öfters hintereinander aufladen, sodass ihr direkt zwei Schüsse habt. Also ein kleiner Tipp am Rande, so geht das viel schneller. Ich würde die Wunderwaffe mitnehmen, denn zum Beispiel jetzt bei dieser Attacke vom Boss, der euch verlangsamt und einfriert, können die Zombies euch so gut wie gar nichts antun, weil ihr einfach nur schießen spammen müsst und die Zombies gar nicht an euch rankommen. Wenn ihr dann beim Boss die Hälfte des Lebens abgezogen habt, dann kommt nochmal so eine kleine Cutscene und nach dieser Cutscene macht ihr einfach wie gewohnt weiter und die Schwachstelle sollte nun am Bauch des Bosses sein. Und wie gesagt, während einer den Schild kaputt macht oder beziehungsweise drei, je nachdem wie viel ihr spielt, den Schild kaputt machen, kann einer die Kanonen aufladen, sodass ihr direkt schießen könnt, sobald der Schild weg ist. Ihr könnt auch den Todbringer nehmen, denn zieht nämlich auch sehr viel von dem Schild ab, Leute. Und wenn ihr dem Boss-Zombie dann den Rest gegeben habt, dann erschreckt euch nicht, denn es spawnen jetzt hier überall Portale und ihr werdet Damage bekommen. Wir haben uns am Anfang erschrocken, weil wir jetzt nicht wussten, was wir machen sollen. Aber als wir dann alle down gegangen sind, kam Maxis uns helfen und wir haben das Easter Egg geschafft. Das war's dann mit dem Tutorial, Leute. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls ihr Hilfe braucht oder irgendwelche Fragen habt, könnt ihr auch gerne meinen Discord joinen. Und ich helfe euch gerne. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.